Ach, ich habe gerade eben so eine Apfelsine gegessen, eine Blutorange. Ja, aber die hatte Kerne. Ich mag nicht, wenn die Kerne haben. Ja, Blutorangen, die presst man doch auch eher aus. Ach so. Dann lag der Fehler bei mir, nicht bei der Orange. Bitte schön. Hätte ja sein können. Du. Ja. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo Horst, ich bin der Joachim aus Mönchengladbach. Joachim, freut mich außerordentlich. Mönchengladbach habe ich gute Erinnerungen dran. Ja. Darf ich dir erstmal die Wendela Horz vorstellen? Angenehm, hallo. Angenehm. Was machst du denn in der Freizeit? Gibt es irgendwelche Aktivitäten? In der Freizeit, ich habe lange Jahre, 40 Jahre Tennis gespielt. Mhm. Und jetzt gehe ich so 2-3 Mal schwimmen die Woche. Mhm. Ja, also fit halten. Und Gartenarbeit, ne? Ja. Hält dann auch fit. Jetzt sagen wir auf den Schmuck kommen. Ich sehe, ein Armband, das hast du selber nicht getragen. Nein, das verkaufe ich im Auftrag von meiner Frau. Mhm. Das hatte sie vor 50 Jahren, nächstes Jahr wären es 50 Jahre, selber gekauft. Ui. Und hat es fast gar nicht getragen. Das müsste aussehen wie neu. Da würde ich sagen, dann lassen wir die Wendela direkt von der Kette, ne? Thema Kette. Bitte schön, Wendela. Mhm. Der Zustand des Armbands ist ganz einwandfrei, das stimmt. Aber einer der Steine, der ist leider beschädigt. Da ist ein Stückchen abgebrochen. Tatsächlich? Von den Steinen? Mhm. Ach so. Ja, also die Armbänder werden ja an der rechten Hand oder wurden zumindest traditionell rechts getragen. Mhm. Links, das linke Handgelenk ist ja für die Uhr reserviert. Mhm. Und gerade Frauen, die auch arbeiten, die strapazieren natürlich dann den Schmuck an der rechten Hand sehr. Aber vielleicht hatte sie es einmal an und ausgerechnet da. Das ist passiert. Also ich weiß, das hatte sie 5-mal vielleicht an. Ja, wahrscheinlich beim 4. Mal warst du unartig und hast du auf den Tisch gehauen. Das haben wir auch nicht gesehen. Ja, und das liegt genau an der Eigenschaft der Diamanten, die weniger bekannt ist als ihre Härte, nämlich die Sprödigkeit. Also ein Diamant kann kaum verformt werden, ohne dass er reißt. Und das ist also hier passiert. Ja, Sie haben ja sogar hier die Unterlagen mitgebracht. Auch die Originalbox ist dabei. Hier passt eigentlich alles genau in die Zeit, in der es gekauft wurde. Diese Farbigkeit, die Struktur hier auf der Oberfläche, die kommt noch aus den 60ern. Und auch die Kombination mit Rubinen und Diamanten, das hatte man in den 50er Jahren schon gerne. Also hier, das ist wirklich ein gutes Beispiel für die Zeit, in der es gekauft wurde. Ich glaube, 73 oder ja, so. Ja, 73, das, ne? Richtig. Ja, genau. Jetzt sind ja noch so rote Steinchen. Mhm. Das sind Rubinchen. Mhm. Also das sind alles kleine Rubine hier mitverarbeitet. Die geben dem Ganzen noch ein bisschen mehr Farbigkeit, wie man das in den 70ern gerne hatte. Mhm. Die sind jetzt in der Wertfindung allerdings nicht maßgeblich. Ja. Also die Diamanten hier sind von hervorragender Qualität, wenn man mal, wie gesagt, den einen defekten außer Acht lässt. Aber den kann man ersetzen. Den kann man ersetzen, genau. Zusammen wiegen die circa 1¾ Karat. Schöne Reinheit, schöne Farbe. Das wollte ich fragen, ob das stimmt, was da drin steht. Ja, die sind sehr, ja, also sind auf jeden Fall im oberen Reinheitsgrad. In den Unterlagen steht lupenrein. Ich habe jetzt auch jetzt auf die Schnelle nichts gesehen. Ja. Sieht sehr gut aus. Ja. Gestempelt ist es auch, ne? Gestempelt ist es auch. Dann drehe ich das hier mal direkt um. Hier 85er Gold. Es sind Gussteile, die hier zusammengefügt wurden zu diesem Armband von dem Juwelier. Gibt es auch Unikate, die dort in der Werkstatt entstanden sind. Die tragen aber in der Regel die firmeneigene Punze. Hier gehe ich davon aus, hier wurde zumindest das Armband zugekauft und vielleicht wurden die Steine ergänzt. Das könnte sein. Was würdest du gerne haben wollen? 2.500, sage ich mal. Nicht wenig Geld, ist so viel möglich. Ich fange an mit dem Goldwert, mit dem Ankaufswert. Der liegt heute bei ca. 1.600 Euro. Mhm. Dann kommen die Steinchen dazu und ein bisschen was für die Verarbeitung. Mein Schätzpreis hier liegt bei 2.000 Euro. Ja, dann machen wir das doch. Ne? Kein Problem. Soll ich direkt ausbezahlen? Dann übergeben wir die Hände. Ja, das geht leider nicht. Aber ich gönne dir das. Nee, das ist klar. Ja. So gesehen. Bitte schön, mein Lieber. Dankeschön. Dir gute Gesundheit. Danke. Und da geht's rüber. Ja. Tschüss. Tschüss. 9 Brillanten, 22 Rubine, lupenrein weiß. Sehr schön. Aus den 70er Jahren. Das war sehr mal dekorativ. Teuer. Bitte? Das war mal teuer, ne? Das war teuer und es ist immer noch teuer. Ja. Ja. Es kann im Grunde genommen nicht viel passieren, denn entweder
Sage ich ja oder ich nehme den Schmuck wieder mit. Joachim nimmt's gelassen. Doch nun die große Frage. Fällt das Höchstgebot für ihn hoch genug aus? Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Pretty in Pink, was für ein wundervolles Armband haben Sie da aus den 70er Jahren. Das wollte ich für meine Frau verkaufen. Und das liegt praktisch nur im Safe. Und von daher sagt sie dann, ich möchte das lieber verkaufen. Mhm. Ja. Also das Armband spricht eigentlich eine ganz schöne Sprache. Und zwar die Rubine stehen ja für die Liebe, die Diamanten für die Unvergänglichkeit und dann dieses unendliche Band für diese unendliche Liebe. Also ich finde es traumhaft. Ja, das sieht schön aus. Mir gefällt es auch, so gesehen. Okay, dann kaufen wir es Ihnen ab. Ja. Wie hoch war denn der Materialwert? Der Goldwert lag bei 1.600 Euro. Wunderbar. Dann beginne ich mit 1.800. 1.900 bei mir. 2.000 bei mir. 2.100. Okay. 2.200. Mhm. 2.300. Mhm. Läuft. Es läuft. Ist doch gut, ne? Ja. 2.400. Mhm. 2.500 bei mir. Mhm. Unendliche Liebe, Susanne, das hast du so schön jetzt beschrieben. Jetzt will ich es noch mehr. 2.550. Mhm. Schon ein bisschen besser. Das stimmt. Ich schlage jetzt aus. Mhm. Wollen Sie an Sarah verkaufen für 2.550 Euro? Vielleicht geht noch ein bisschen was. Wie viel ist denn ein bisschen? Na ja, so ein 50. Ja. Aber nur, wenn Sie mir unendliche Liebe garantieren. Ja, natürlich. Gut, dann machen wir das. Dann machen wir das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, tausend. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, tausend. Eins, zwei, drei, vier, fünf und 600. Ja. Maximalschätzung weit übertroffen. Sarah, sei Dank. Viel Grün. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Ich werde es tragen. Danke. Vielen Dank für den Besuch. Schön, alles Gute. Tschüss. Ja, wiedersehen. Tschüss, danke. Ja, aber Sarah, Grün ist die Farbe der Hoffnung, ne? Ja, aber das Pink und dann die Geschichte von der... Also wirklich, damit hattest du mich sofort. Jetzt brauche ich nur noch die unendliche Liebe, dann habe ich alles im Kasten. Toll ist das. Ganz toll.